Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Bloody Pirate Nuzlocke Challenge. Ich wollte das Let's Play gar nicht sagen, das kam jetzt über einfach so heraus. Und ich habe ein bisschen offscreen trainiert, Leute. Ich habe alle auf Level 45 bis auf Dr. Spore und Rinks trainiert, aber die kommen vielleicht auch ein paar Top nicht noch auf das Level. Hat wer was Neues gelernt? Ja, Rinks hat die Finsteraucher gelernt, Dr. Spore nix, Ninsama hat Steinkante gelernt. Der Fan hat nichts Neues gelernt. Destroy hat sich weiterentwickelt zum Metacross und hat Hammerarm erlernt. Ah, richtig schön. Und Mr. Sasuzu hat Donnerzahn gelernt. Dass ich vorübergehend leider drin haben muss, weil sonst keine. Ich weiß nicht. Donnerschock ist jetzt nicht gerade der Yellow from the Egg. Schleierde. Und Team Plasma ist hier. Die sorgen sicher wieder für Ärger. Eieiei, Team Plasma. Aber nochmal. Ah, hier brauche ich Kraxler. Eieiei. Hier haben wir nix. Hier ist das Einkaufszentrum. Du bist. Ich bin in die Stadt, um Carfos Geld auszugeben. Aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Ja. Ich glaube, ich muss zur Arena, bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Die Arena war hier hinten irgendwo. Jo. Guten Tag. Lucia. Hallo. Na, was wollen wir denn? Vielleicht nimmst du die Herausforderung der Arena an. Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker, oder scheint das nur so? Was ich hier mache? Oh, ich war einkaufen im Kaufhaus. Ich arbeite natürlich auch an meinen Pokédex, aber ich bin eine Frau, ich habe Shoppingsucht. Wow. Die rauen Wogen sind mein Ring aus Trüben sehr hervor. Ich ging, wie ich heiße, Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen, Wellenbrecher? Wie ein Flut fühl ich dich weg. Du hast dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuersglut, Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch wohlgemut, mein Lied, ich sing, die rauen Wogen sind mein Ring. Ah. Hallo, ihr zwei Hübschen. Ihr wollt die Arena? Ihr wollt die Arena-Leiterin herausfordern? Dann lasst mich euch eines sagen. Jung mag sie sein, doch sie ist auch ein wahres Genie. Ich hatte die Ehre, einmal mit ihr zu trainieren und war ganz beeindruckt von ihrer Zähheit und Stärke. Holla, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Leiter der Pokémon-Arena führen den Ringkampf und der Konstellation des Lebens? Was? Hab's nicht gelesen, Schluss. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg-Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Aus dem Ringe vor euch ging. Also dafür gehört bei der Herausforderung gleich. Warte, Wellenbrecher, ich bin Fan-Groupie. Das heißt, wir können die Arena anfangen. Kampf-Pokémon. That's not very nice. Okay. Was muss ich machen? Hallo? Ach so, gut. Gut. Hat sich erledigt. Kampfarena. Da ist Dr. Spore nicht meine erste Wahl, sondern Destroyer. Auf in den Ring, Destroyer. Wir sind Karate-Vierer. Ich selbst dir einen Schlag im Namen der Liebe. Ja, für die Liebe. Karate 1. Ich wollte auch mal Karate machen. So ein kleiner Fun Fact nebenbei. Meine Mutter wollte mich mal ins Karate schleppen. Und da habe ich wirklich mal ein Training so angeguckt bei uns in der Gegend. Und nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, sieht schon geil aus, aber nee. Das war mir dann wirklich irgendwie sehr komisch. Jetzt bereue ich es. Im Nachhinein bereue ich es. Damals wusste ich nicht. Ich war noch ein Kind und was will man machen. Aber heute, ich glaube, würde ich heute die Entscheidung noch einmal fällen können. Ich würde ins Karate gehen. Oh mein Gott, der war 48. Wir sind ein bisschen unter dem Level-Durchschnitt. Das ist nicht gut. Ja, und eben, würde ich das heute, glaube ich, nochmal wählen dürfen, ich würde das machen. Ich würde Karate machen. Aber ich würde heute sowieso vieles anders machen als damals. Ich würde unter anderem
mich viel mehr mit dem Fußball auseinandersetzen, was ich heute leider nicht mehr kann, weil ich halt zu spät bin. Und ja, das damals war ich nicht so Fußball begeistert, wie ich es heute bin. Jetzt gehst du bitte hier durch und schiebst es nach hinten. Dankeschön. Aber es hat mir irgendwie gar nichts gebracht, kann das sein? Kann das sein, dass es mir das nichts gebracht hat? Sieht fast so aus. Hä? Ich check's nicht. Hä, das ist ja voll unnötig hier. Ich kann hier gar nicht durch. Ah, ich habe mir selber den Weg zugemacht. Upsala. Und ich glaube, wir machen heute nicht den Arena-Leiter, Leute. Ich glaube, dass ich heute sogar nur bis zu der Arena-Leiterin machen werde. Und danach sage ich euch, lebe wohl. Und ich trainiere dann 15 Jahre meine Pokémons, bis sie so richtig badass sind. Jo. Hör auf, gegen das Teil zu rennen. So. Seht ihr, ich habe mir selber den Weg zugemacht, ich Idiot. Hallo. Wir sind die Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ja, für die Hoffnung. Ja, und der andere ist wahrscheinlich für das Geld und, nee, Scherz. Ah, Schwarzgurt, scheiße. Ludwig. Glibonke. Glibonke ist schön, weil Glibonke hat so eine schöne Vierfachschwäche. Auf Psycho-Attacken. Könnte ich doch einfach den Zen-Kopfstoß. Dann wird es hier viel schneller vorbeigehen und mein Papagei läuft ein bisschen amok. Ich hoffe, das hört man nicht. Wenn ja, tut es mir sehr leid, aber ich kann das nicht ändern und ich kann dem Vieh leider nicht den Hals umdrehen. Auch wenn ich das könnte, es würde mich wehtun, weil das Vieh eben mit dem Hals verkehrt rumschläft. Ja. Hat die eigentlich früher mal so Sport gemacht? Das würde mich auch mal interessieren. So eine kleine Zuschauer. Das ist die Zuschauerfrage, genau. Ich stelle sie nochmal am Ende, aber ich stelle sie auch hier noch einmal. Macht ihr Sport? Ihr müsst gar nicht bis zum Ende des Videos gucken. Ihr habt sie jetzt schon. Macht ihr Sport? Ja, nein. Schreibt in die Kommentare. Habt ihr früher mal Sport gemacht? Seid ihr noch sportlich aktiv? Ich bin immer noch sportlich aktiv. Ich gehe viermal im Durchschnitt, also im Normalfall viermal in der Woche ins Fitnesscenter und einmal Fußball spielen mit meinen Companions. Ja. Schon super Sache. Vor allem auf das Fußballspielen freue ich mich immer wieder. Aber auch das Fitness, oh Gott. Ich würde... Oh Gott, da bin ich jetzt erschrocken wegen der Melodie. Wir sind die Karate-Vierer, ich will jetzt hier einen Schlag im Namen des Muts. Der hat den Mut, okay. Ja, eben. Ich, freue mich immer auf das Fußballspielen. Das ist eine super Sache. Es sind immer schön viele Leute, kann immer schön ein Match machen. Ja, das ist super. Allgemein, ich muss sportlich immer aktiv sein. Der Part ist voll, das ist ein bisschen privat. Ja, ich spreche hier mal hinter dem Menschen, der hier hinter dem Mikrofon sitzt. Ja, ich könnte ohne Sport, musste ja mal 3 Jahre lang, habe ich wirklich keinen Sport gemacht, weil halt war, wie soll ich sagen, unfallbedingt, ja, kann man schon sagen, war halt, ich hatte mal einen Unfall, ja, ich bin rück. Kennt ihr die Wände, auf die man hinaufklettert? Bei uns heißen die Sprossenwand. Ich weiß nicht, wie man die in Deutschland nennt. Ja, auf jeden Fall war ich in der Schule da. Da bin ich dort rückwärts gefallen. Und während dem Flug bin ich in so eine Sprossenwand reingekommen. Und habe mir den Arm eingeklemmt und bin mit dem Rücken voll auf die Kante geknallt. Und seitdem habe ich ein bisschen auch mit dem Rücken Probleme. Ich habe mir dort auch den Arm gebrochen, aber der Rücken tat mir damals so verdammt weh. Ja, ich habe mir damals halt Arm gebrochen und Rücken verletzt. Und 3 Jahre lang konnte ich keinen Sport machen. Das war auch das Ende. Das war auch das Ende für meine Fußballkarriere, in Anführungszeichen. Ja, ich musste mit dem Fußball aufhören, weil es ging echt nicht mehr. Und ich könnte heute auch nicht lange. Ich kann nicht lange stehen, ohne dass mir wirklich der Rücken höllisch weh tut. Auch ohne Lehne geht gar nicht. Ich muss mich irgendwo anlehnen. Ja, kann man nichts machen, ist halt passiert, es geht aber besser. Jetzt mein Fitness wieder Rücken stabilisiert. Ja. Ah. Aber wie gesagt, ohne Sport, ne, könnte ich gar nicht. Sport ist was Wichtiges. Sport ist wie Zocken, es gehört zum Leben dazu. Es ist wie Pokémon. Ah, hört doch auf, ausdauern. Wusstet ihr, kleine Fun Fact am Rande? Nocchan und Kikli wurde nach Bruce Lee und Jackie Chan benannt. Ja, wer nach wem, könnt ihr euch wahrscheinlich denken.
Und Destroyer räumt hier die ganze Arena so mal mir nix, dir nix auf. Und Rings wollte eigentlich mal das Level 45 erreichen. Ich wusste, ich hätte auf Level 50 trainieren sollen, aber das dauert so verdammt lange. Das meine ich ganz Leute, das Offscreen-Training dauert wirklich extrem lange. Vor allem bei Mr. Sasuke, weil Mr. Sasuke kann halt keine richtigen Attacken. Das ist nochmal ein bisschen deprimierender, wenn ihr mich fragt, da muss man halt jetzt auch durch. Okay, denk nach, Blaze, denk nach. Zuerst Cha-Ching. So. Und jetzt nochmal Cha-Ching. Bam. So. Wie komme ich jetzt darüber? Aber es fehlt doch noch einer der Karate-Vierer. Du bist es, der noch fehlt. Hallo. Ja, du versetzt mir einen Schlag im Namen der... Verdammt, ich habe einfach A gedrückt, ich Idiot. Hallöchen, Eugen. Oh, Skaraborn. Ich mag Skaraborn, ja. War mega Skaraborn, ist übertrieben geil. Ja, nein. Ein Volltreffer, mein Gott, hat das weh getan. Los, Destroyer, Psychokinesis. Wirf den Psycho auf den Chinesen, auf Skaraborn drauf. Patronenhieb. Patronenhieb ist so eine geile Attacke, damit man einfach so mal so richtig schön das gegnerische Pokémon finishen kann. Jetzt Rings, bitte Level... Krassaf? Ich weiß nicht, ich mag Krassaf vom Design. Ich mag Krassaf so allgemein, aber... Das ist so eine Sache, Krassaf ist nicht so bekannt, dass es viel aushält, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr wisst, was ich meine, das hält nicht viel aus. Was soll man daran nicht verstehen? Bitte nicht selber hauen. Oh. Das könnte jetzt wehtun, weil ich nicht sicher rausweise. Rings ist schon Level 45, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah doch, jetzt weiß ich es wieder. Mein Fehler. Ups. Ups, Alter. Gewissheit. Gegen eine Gewissheit überlebt? Okay. Rings, come back. Go Destroyer. Ach, also bewusst, auf was ich wechseln will. Hör doch auf damit. Ja, jetzt lass mich. Ich bin hier am Switch. Bis hierhin funktioniert alles super. Krassaf, du musst immer alles kaputt machen. Du nerviges Ding. Kreuzhieb. Oh Gott, zum Glück ging das daneben. Ich mache mal den... das Flammenrad. Weil ich will nicht mit Nahkampf angreifen, weil ich mir fast sicher bin, dass Nahkampf nicht ausreichen. Okay, Nahkampf. Okay, super. Zu fuck it. Ich hätte es einfach verhöhnen sollen. Ja, die Verbrennung schadet Krassaf. Ich traue nicht anzugreifen. Mit Gewissheit wird es wahrscheinlich nicht angreifen, weil es nicht sehr effektiv wäre. Denn die auch auf den Kreuzhieb. Wieso zum Beispiel hättest du Gewissheit auf Panferno gemacht? Das geht ja so mal von gar keinen Sinn. So, ich hoffe, das wird dir wehtun, die Fensteraure. Tschüsschen. Das Feuer der Erfahrungspunkte, Ringsheld der Erfahrungspunkte und der namenlose Fenner der Erfahrungspunkte. Ambidiffel. Sie sind nicht Normal-Pokémon? Warum hat der Normal-Pokémon dabei? Geht ja gar keinen Sinn. Los, der namenlose Fee. Ambidiffel. Du bist keine Herausforderung, ein Affenduell. Ha! So, Nahkampf. Er sollte es im gegebenen Fall nicht überleben. Gut, nicht überlebt. Das ist sehr effektiv. Der namenlose Feen hat das Ding einfach mal so umgehauen. Ja, Eugen, ich bin so hungrig, ich hatte keine Stärke mehr in mir. So. Und ich würde sagen... So. Das ist doch überstoßen. Nur mal zum gucken, was ich machen muss.
Hä? Ach so, gut, ich hab's gecheckt. Im nächsten Part, dann bei gegebenem Fall, machen wir die Arena-Leiterin. Also, was heißt die beiden? Ach, kacke, jetzt muss ich hier den Umweg machen. Ja, machen wir die Arena-Leiterin. Ich gehe kurz meine Pokémon heilen. Ihr könnt dabei sein, wie ich sie heilen gehe. Ihr könnt jetzt ausschalten. Die Zuschauerfrage, Leute, habe ich ja schon gesagt. Lautet ganz kurz und knapp: Macht ihr Sport? Wart ihr mal sportlich aktiv? Mal im Verein? Oder so allgemein? Oder seid ihr sportfaul? Ich weiß nicht, ob die schon mal dran kam. Ich schreibe mir die Zuschauerfragen ja nicht auf. Darum, wenn eine mal doppelt vorkommt, sorry, Leute. Aber ich hoffe, ihr könnt mir dadurch auch verzeihen. Ja. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Macht ihr Sport? Wart ihr mal sportlich aktiv? Habt ihr mal im Verein irgendwas gespielt? Ja, und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt dem Part wie immer einen Daumen nach oben. Das ist schon sehr hilfreich. Falls ihr keine anderen Videos mehr von Pokémon Bloody Party verpassen wollt, dann könnt ihr abonnieren auf diesem Kanal. Ja. Und ich würde sagen, Leute, wir hören uns beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tut mir leid, ist ein bisschen ein ruhiger Part geworden. Aber muss ja auch mal sein, so zwischendurch mal so ein ruhiger, schöner Part. Liegt auch am Wetter, seit einer Woche nur noch Kackwetter, das geht halt auch aufs menschliche Gemüt. Und ich würde sagen, Leute, haut rein, euer Blaze verabschiedet sich. Tschüsschen!